Heute mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich hier sein darf. Warum? Wir waren erst vor gar nicht allzu langer Zeit da. Da gab es sozusagen eine Art Grundsteinlegung, eine Grundsteinlegung für das Thema Innovation und Fortschritt. BMW Steyr beschäftigt hier 4.500 Menschen. Und ich habe in meiner Rede, an der ich einen Zukunftsausblick für die Republik bis 2030 geben wollte, gesagt, Österreich ist ein Autoland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht gerade Sie jetzt als Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehen, was darunter zu verstehen ist. An die 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich sind mittelbar oder unmittelbar beteiligt am Thema Autoherstellung, Autoproduktion, gerade auch in der Frage der Zulieferindustrie. Das heißt, 300.000 Beschäftigte sind eine Frage der Zukunft, wie der Industriestandort Österreich abgesichert werden kann. Und wenn ich daran denke, dass unser Land, wenn ich es an den Einwohnern messe, unter den Top 5 Nationen der Welt ist, wenn es um Patente geht in Frage der Innovation in der Automobilherstellung, dann ist das ein sichtbares Zeichen, dass es wertvoll ist, richtig ist und sinnvoll ist. Gerade Investitionen in den Industriestandort Österreich, wenn es um Automobilität geht, zu unterstützen. Das geht nur mit starken Partnern. BMW ist so ein Partner. BMW wird hier in Zukunft Elektromotoren bauen und wir sprechen uns immer dafür aus und ich mich als Bundeskanzler in besonderem Maße gemeinsam mit dem Landeshauptmann, dass wir technologiefreundlich, innovationsfreundlich, forschungsfreundlich und Produktionsstandort freundliche Politik brauchen, damit eben Arbeitsplätze erhalten bleiben können, neue Arbeitsplätze entstehen und dass es vor allem eine Zukunftsperspektive gibt. Es gibt in der Frage der Mobilität aus meiner Sicht keine Denkverbote. Deswegen auch meine klare Forderung, dass der Verbrennungsmotor, der grüne Verbrennungsmotor, eben auch eine Frage der Zukunft ist, genauso wie die Elektromobilität, genauso wie die Frage des Antriebs durch Wasserstoff und generell Wasserstoffforschung und Entwicklung auch für Österreich ein ganz wichtiger Faktor sein wird, wenn es darum geht, den Forschungs- und Produktionsstandort Österreich abzusichern. BMW zeigt vor, wie es gehen kann. BMW hat eine hohe Kultur und davon konnten wir uns heute überzeugen. Und vielen Dank dafür, dass wir sehen konnten, dass es eben auch um die Frage geht, wie bringe ich junge Menschen in den Arbeitsprozess? Welche Ausbildungschancen gebe ich ihnen? Welche Perspektive haben sie, sich mit Hochtechnologie auseinanderzusetzen und daraus auch dann wieder für sich selbst zu definieren, in welche Richtung sie gehen wollen, egal ob Mann oder Frau. Und man sieht das hier in der Mischung der Lehrlinge, die wir heute auch kennenlernen dürfen, genauso wie an Produktion selbst vor Ort bei den Motoren, wie wichtig diese Diversität ist auf der einen Seite und wie sehr und wie viel BMW hier investiert. Was ist Aufgabe der Politik? Politik selbst kann keine Arbeitsplätze schaffen, aber Politik hat die Verantwortung, Rahmenbedingungen zu setzen, dass Innovation, Forschung, Produktivität eines Landes weiter voranschreiten. Wir waren heute davor in der Föst, haben uns dort überzeugt, was Wasserstoff für die Zukunft des Industriestandortes Österreichs bedeuten wird. Wir können uns heute hier davon überzeugen, was es bedeutet, was Elektromobilität für die Zukunft Österreichs im Industriestandort bedeutet. Und wir haben alle auch hier in den Hintergrundgesprächen festgestellt, dass das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt in der Frage der Veränderung, der Transformation, des Unabhängigmachens von fossiler Energie eben keine Denkverbote auferlegen dürfen. Ganz im Gegenteil, neugierig bleiben müssen, in Forschung investieren. Dann kann man tatsächlich zu solch herzeigbaren Ergebnissen kommen, die für diesen Ort, für dieses Land hier auch dann so viel Zukunft wieder bedeuten. Herr Dr. Nedeljkovic, vielen Dank hier für Ihr Engagement. Danke für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im ganzen Team. Gratulation, die uns heute hier sehr eindrucksvoll den Standort präsentiert haben, was alles gedacht wird, dass eben nicht nur die Produktion von E-Motoren im Vordergrund steht, um klimafreundlich zu sein, sondern der gesamte Produktionsstandort CO2-neutral werden wird. Das ist tatsächlich eine unglaubliche Leistung. BMW wird weiter ein starker Partner sein, wenn es nicht nur um E-Mobilität geht, sondern eben auch, wenn es um die Frage geht des Wasserstoffs und seiner Verwendungsmöglichkeiten. Ich freue mich auf viele weitere Projekte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Nedeljkovic, lieber Herr von Moltke, vor allem aber auch lieber Herr Bundeskanzler, danke, dass du heute den ganzen Tag am Industriestandort der Republik in Oberösterreich bist. Und Steyr, sehr geehrte Damen und Herren, ist ja die Wiege der Industrie des Bundeslandes Oberösterreich und darum ist natürlich das große BMW-Werk hier in vielfacher Weise
sehr erfolgreich, exemplarisch für diesen Standort. Das eine ist, was wir hier sehen, es wird international wettbewerbsfähig produziert und natürlich haben wir eine Riesenfreude, dass jeder zweite BMW-Motor der Welt aus Steyr kommt. Mit der heutigen Technologie bestens ausgereift. Das ist das eine. Das zweite ist, die Baustelle, die wir hier sehen, die ist auch exemplarisch für die Phase, in der wir uns als Industrieland Oberösterreich zurzeit befinden, nämlich im Umbau oder im Weiterbau, weil wir natürlich höchstes Interesse haben, dass wir auch mit den neuen Technologien auch wieder international wettbewerbsfähig sind, sonst gibt es die Arbeitsplätze hier bei uns in Oberösterreich nicht. Und es ist, wir wissen, was wir BMW zu verdanken haben, dass diese Entscheidung voriges Jahr gefallen ist, hier Entwicklung und Produktion der neuen E-Mobilantriebsformen zu machen. Das ist historisch ungefähr so, sehr geehrte Damen und Herren, wie seinerzeit in den 80er Jahren überhaupt die Entscheidung, dass BMW hierher kommt. Dass die nächste Entscheidung auch wieder gefallen ist, das ist wirklich etwas für die Geschichtsbücher. Und damit bin ich auch bei dieser Kombination, die ich schon angesprochen habe, was Oberösterreich, glaube ich, wirklich einbringen kann. Und das spricht auch für neue Inhalte, neue Themen, an denen man forscht und entwickelt, Stichwort Wasserstoff, dass bei uns eben dieses Zusammenleben zwischen Forschung, Entwicklung und dann auch sehr schnell mit hochkompetenten Leuten in die Produktion zu gehen, dass diese Kombination aus unserer Sicht natürlich unschlagbar ist und darauf setzen wir sehr. Sie wissen ja, wir haben gerade gestern auch eine neue Wasserstoffoffensive für Oberösterreich präsentiert mit einem Forschungszentrum, mit einem Netzwerk, mit einem neuen Forschungsprogramm und möchten da natürlich auch alle Türen und Tore weit aufstoßen. Wir sind nicht so vermessen, Herr Dr. Nedeljković, dass wir aus dem BMW einen OMMW machen, aber wir freuen uns schon, wenn Oberösterreich und Steyr weiterhin ein sehr starker Standort dieses tollen, weltweit erfolgreichen Unternehmens bleiben und danken sehr herzlich, dass Sie heute hier sind und wir wissen auch, dass Sie diesen Standort ganz besonders schätzen, weil vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wirklich hochqualitative und auch hochkompetente Arbeit leisten. Gratulation dazu und herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch meinerseits ein herzliches Willkommen hier im BMW-Werk in Steyr. Und ich freue mich sehr, Herr Bundeskanzler, Herr Landeshauptmann, dass Sie heute hier bei uns sind und dass wir auch die Gelegenheit hatten zu einem intensiven Austausch. Und die Inhalte unseres Austauschs gingen ganz stark in Richtung Zukunft, Herausforderungen, aber auch Chancen, die es bietet. Chancen für diesen Standort, Chancen für Europa und natürlich auch für Österreich. An diesem Standort sind wir gerade dabei, in die E-Mobilität zu investieren. Und es gibt große Herausforderungen, die wir in der Automobilindustrie gerade umsetzen. Das geht von Digitalisierung, Nachhaltigkeit hin zur E-Mobilität. Und bei allen drei Themen hat die BMW Group sehr früh erkannt, wie wichtig die Themen sind und wie wichtig ein früher Einstieg ist. Bei der E-Mobilität als Beispiel sind wir vor 10 Jahren mit dem i3 als ersten vollelektrischen Serienfahrzeug eingestiegen. Und Ende dieses Jahres werden wir schon 12 Fahrzeugmodelle auf dem Markt haben, die voll elektrisch sein werden. Fürs nächste Jahr haben wir uns vorgenommen, dass jeder fünfte BMW voll elektrisch sein wird. Für das Jahr danach jeder vierte und ab 2026 jedes dritte produzierte Fahrzeug voll elektrisch. Bis 2030 soll es dann mehr als die Hälfte der Fahrzeugproduktion und damit des Verkaufs sein. Um das zu ermöglichen, bauen wir sehr systematisch unsere Produktionsstrukturen weltweit um und hier das Werk Steyr ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Hier haben wir das Kompetenzzentrum für Antriebstechnologien und neben der Verbrennungstechnologie entsteht hier gerade eine neue Produktionsstätte, werden Anlagen aufgebaut für die E-Mobilität und damit dieses Werk transformiert in Richtung Zukunft. Dafür werden wir von heute gerechnet noch bis 2030 rund 1 Milliarde Euro investieren in diesen Standort. Und das ist es auch wert, weil dieser Standort sehr viel Kompetenz hat, Mitarbeiter mit hohen Kompetenzen und Know-how hier beschäftigt sind und auch diese Transformation entsprechend stützen. Und Herr Bundeskanzler, Herr Landeshauptmann, Sie waren im Juni letzten Jahres hier bei uns und gemeinsam haben wir hier auch den Startschuss gegeben für die E-Mobilität am Standort. Und Sie sehen, heute stehen wir hier im Hintergrund ein entstehendes Gebäude, was die Fertigung dieser E-Mobilität hier ermöglichen wird. Und damit sehen Sie, BMW steht zu seinem Wort und wir nehmen unsere
Transformation ernst und Ziele werden bei uns umgesetzt. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier sind und ich möchte Ihnen nochmal herzlich auch danken für die Unterstützung, die Sie bei diesem Projekt auch mitgeben. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank Ihnen allen. Dann würden wir jetzt auch zu einem wirklich sehr, sehr kurzen Q&A kommen. Ich bitte darum, aus Zeitgründen nur jeweils zwei Fragen an die jeweilige Person zu richten. Und wir würden mit Bundeskanzler Karl Nehammer anfangen. Es liegen mir schon eine Frage vor vom ORF, Frau Fischer-Stadler. Bitte möglichst laut. Na, das Wichtige ist, dass es in diesen Fragen kein Entweder-Oder gibt, sondern ein Und. E-Mobilität ist wichtig, genauso wie die Frage, wie können wir den Wasserstoff bestmöglich einsetzen, sei es als Antriebsgrundlage, genauso wie, wenn wir sagen, wir nehmen ihn als Energiespeicher. Und die Frage der E-Fuels ist eine, die mit Wasserstoffproduktion ganz eng zusammenhängt. Morgen gibt es einen Autogipfel im Bundeskanzleramt, wo es darum geht, welche Zukunftsherausforderungen auf der einen Seite Europa derzeit gerade hat, welche Abhängigkeiten es gibt in den einen wie in den anderen Bereichen. Und dann geht es auch darum, was können wir tun, was müssen wir tun in der Politik, damit die Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit Industrie, Forschung in Europa bleibt, damit Mobilität weiter eines der Assets sein kann von europäischer Spitzentechnologie. Und das sind hier die Schwerpunkte. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht die Zukunft als das begreifen, was sie ist, nämlich dass sie einfach von uns verlangt, innovativ und offen zu bleiben für Technologien, nicht dort etwas aufzugeben, wo wir schon viel Kompetenz haben, und das ist im Bereich des Verbrennungsmotors. Hier gerade war ein Standort, wo Verbrennungstechnologie geschrieben worden ist. Jetzt ist die Transformation hin zur E-Mobilität, aber das Wissen, was davor errungen worden ist, einfach zu vernichten, ad acta zu legen, sich in eine total neue Abhängigkeit zu begeben, nämlich die in der Volksrepublik China, wenn es um die Frage der Batterieproduktion geht. Darum geht es in der Frage der Zukunft. Wir müssen uns breit aufstellen, wir sollten nicht Möglichkeiten ausschließen. Wir müssen aufhören mit dem Klein-Klein. Man löst mit Klein-Klein keine großen Herausforderungen der Zukunft und man löst vor allem komplexe Herausforderungen nicht mit einfachen Antworten. Das heißt, Wasserstoffproduktion, E-Fuel-Produktion, E-Mobilität, Herausforderungen annehmen dort, wo sie sich bieten. Es gibt so viel zu tun in den Fragen der Investitionen in die Infrastruktur. Denken Sie an das Pipeline-System. Wasserstoff, grünen Wasserstoff von Nordafrika nach Europa zu bringen, dann in Europa zu verteilen, sodass alle davon auch tatsächlich profitieren können. Wenn ich, wie gesagt, Wasserstoff produziere, produziere ich auch sehr einfach dann, weil der Energieaufwand schon da ist, auch E-Fuels. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus, sondern ergänzt sich. Und dort, wo es wertvoll ist, weiter zu forschen, soll man das tun. Man kann doch jetzt nicht jetzt schon sagen, wir wissen schon in 5 Jahren, was dann die beste Variante an Effizienz ist in den unterschiedlichsten Antriebssystemen, wenn wir gerade noch, wenn es um Wasserstoff geht, aber auch um E-Fuels, auch noch weiter forschen, in der Frage der Batterietechnologie noch weiter forschen. Das heißt, die Zukunft hat viele Herausforderungen, aber man begegnet ihr am besten mit Innovation, Forschung und Neugierde und nicht mit Denkverboten oder mit Verboten generell. Also zum einen hat ja die Umwelt- und Klimaministerin schon klargestellt, dass sie die E-Fuels in einem gewissen Bereich sieht, wie dem Schiffsverkehr, den Lkw oder auch unter Umständen der Eisenbahn, aber eben nicht so sehr im Individualverkehr. Das heißt, sie hat hier schon auch Expertise aufgebaut in ihrem System. Mir war wichtig als Bundeskanzler, die betroffenen Stakeholder einzuladen, eben aus den verschiedensten Bereichen, Wasserstoffproduktion, E-Fuels, Herausforderungen in der Frage der Infrastruktur und Versorgungskapazität, so ist der Autogipfel zu verstehen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Landeshauptmann, bitte. Ich habe richtig vorgefallen, alle Fragen. Ich nehme gleich mit. Fragen an den Herrn Landeshauptmann. Alles klar. Da. Sie waren vorher auch bei dem Hintergrundgespräch dabei. Wir haben das Schlagwort Wasserstoff
So, was es generell braucht in der Nutzung und Anwendung von Wasserstoff, ist noch sehr viel Forschung und Entwicklung, die ja bei uns im Lande schon passiert, in vielen Unternehmen. Die wollen wir jetzt bündeln, aber klar ist, wenn sich ein großes Unternehmen, wie beispielsweise BMW, entscheidet, eine neue Technologie am Standort anzugehen und da auch in die Forschung und Entwicklung zu gehen, das ist eine gute Einigkeit zwischen Bundesregierung und Land Oberösterreich, dann werden wir das, was uns die EU ermöglicht an Unterstützung, natürlich auch tun, weil wir hohes Interesse haben, dass auch neue Technologien hier bei uns Platz greifen. Ich sage es ganz generell, es gibt ein großes Interesse von BMW in die Zukunft zu gehen und es gibt ein großes Interesse Oberösterreichs und Österreichs BMW in Österreich und Oberösterreich stark zu halten. Eine weitere Frage an den Herrn Danke. Ja, bitte. Nun, beim Thema Elektromobilität geht es um die Rahmenbedingungen, die Politik unterstützen kann. Und eine der wesentlichen Rahmenbedingungen ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur, um das Fahrzeug als solches mit seinem Kundennutzen zu erhöhen. Und damit sind Leitplanken, die Ladeinfrastruktur stützen und die Begehrlichkeit des Kunden damit wecken für die Elektromobilität, die größte Unterstützung, die man in dieser Veränderungsphase bekommen kann. Alle 60 Kilometer ist eine Basisbefähigung unserer Infrastruktur, um Langstrecken zurücklegen zu können. Real baut sich momentan die Zahl der elektrischen Fahrzeuge im Markt stärker auf als das Ladeinfrastrukturnetz. Und realistisch brauchen wir hier nochmal deutlichen Anschub, was das Thema Infrastruktur angeht, um diesem Wachstum der Fahrzeugzahl gerecht zu werden. Es gibt ja die Grundprämisse mit den Regelwerken von 1,3 Kilowattstunden pro Fahrzeug, was als Installation da ist. Das ist die Grundbasis. Wir als BMW setzen ja mit anderen OEMs zusammen stark auf den Ausbau einer Ladeinfrastruktur in Europa und unterstützen hier auch Gemeinden mit dem Ausbau. Persönlich oder als Unternehmen gehen wir stark in den Ausbau der persönlichen Ladeinfrastruktur, unterstützen dort den Kunden, sich seine persönliche Ladestation zu setzen. Aber das Netz muss übergeordnete Strukturen geschaffen werden. Ja, aktuell bauen wir parallel zur Verbrennungstechnologie die E-Mobilität auf und sehen eher im Gegenteil nochmal einen wachsenden Bedarf an Mitarbeitern. Und wir gehen nicht davon aus, dass wir bis 2030 dort eine Reduzierung haben.